Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz arg, dass du dabei bist. Ja, heute habe ich gedacht, ich starte einmal ein Q&A, also Fragen und Antworten. Und die Fragen, die ich beantworten werde, habe ich auf Bookstagram gesammelt. Also ich habe die Bookies gefragt, ob es Fragen gibt zu privaten Themen, zu Büchern, zu Bookstagram, zu Booktube, die sie interessieren würden, beziehungsweise wo sie meine Antwort gerne wissen möchten. Und da kamen einige Fragen zusammen, nämlich ja um die 20 Fragen. Und deshalb habe ich gedacht, wird es heute tatsächlich ein Teil 1 sein, weil ich glaube, 20 Fragen in einem Video sind dann doch recht viele. Und ich werde jetzt ungefähr 10 Fragen beantworten und dann in einem zweiten Teil die anderen 10. Genau. Und deshalb würde ich sagen, macht's euch gemütlich, holt euch einen Tee oder ein Heißgetränk eurer Wahl. Bei mir ist es diesmal ein Bio-Kräutertee mit Kamille, Zimt und Rooibos. Und ich habe auch noch ein Wärmesäckchen dabei, weil mir gerade richtig kalt ist. Und ja, dann ganz viel Spaß beim Video. Also, ich habe die Fragen hier gesammelt in diesem Topf. Das heißt, ich habe sie einfach wild durcheinander geschmissen und dementsprechend durcheinander werde ich die Fragen auch beantworten. Ich habe sie jetzt nicht geordnet nach buchigen Themen, nach privaten oder so, sondern ich ziehe einfach Zettelchen um Zettelchen und versuche dann eine gute Antwort dazu zu finden. Es kamen einige spannende Fragen, auf die ich mich schon freue. Und wenn du auch eine Frage eingesendet hast, dann vielen, vielen Dank dafür. Wenn deine Frage jetzt in dem Video nicht beantwortet wird, dann sehr, sehr sicher in dem nächsten Video, weil ich möchte alle Fragen beantworten, weil wenn sich schon jemand die Mühe macht und eine Frage stellt, dann möchte ich da auch eine Antwort dazu formulieren. Starten wir mit Frage 1. So. Ein schönes Erlebnis, das du durch Bookstagram oder Booktube hattest. Und ja, da fallen mir einige Erlebnisse ein. Allem vorweg natürlich die Frankfurter Buchmesse dieses Jahr und letztes Jahr. Ja, die Frankfurter Buchmesse hat einfach so viele, war insgesamt ein Riesenerlebnis und kann man nochmal aufteilen in ganz viele wunderschöne kleine Erlebnisse, Treffen mit anderen Bookies, endlich mal die Gesichter dazu kennenzulernen hinter den Accounts und auch ein bisschen persönlich zu quatschen und dann Autoren und Autorinnen zu treffen. Das war einfach richtig, richtig toll. Ich habe auch ein Video zur Frankfurter Buchmesse gemacht. Das kann ich in der Infobox verlinken. Da erzähle ich ziemlich ausführlich, wie so das Gesamterlebnis war. Aber ich würde mal sagen, das steht ziemlich weit vorne. So, Frage 2. Welches Buch war dein Highlight dieses Jahr? Und dann hat noch jemand anderes, ich habe manche Fragen so ein bisschen zusammengepackt, die thematisch in eine ähnliche Richtung gehen. Welches Buch hat dich bisher am meisten berührt oder beeindruckt? Und ja, ich habe da eben an das gleiche Buch gedacht. Also dieses Jahr ein Highlight war definitiv Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte. Und dieses Buch hat mich auch ganz stark emotional berührt. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Es ist ganz, ganz besonders. Es geht ganz tief. Und obwohl nicht extrem viel passiert, hat es trotzdem eine enorme Sogwirkung. Ich konnte gar nicht aufhören zu lesen, weil ja die Charaktere einfach so wunderbar in diesem Buch sind. Und ja, genau. Ich kann das Buch auch definitiv Fantasy-Einsteigern empfehlen, weil ich finde, der Fantasy-Aspekt in diesem Buch steht so überhaupt gar nicht im Vordergrund. Also darum geht's auch gar nicht. Ich finde, das kann man auch relativ gut wegignorieren. Es ist einfach, es lebt definitiv von den Charakteren, von den Dialogen und von den Gedanken des Protagonisten und der anderen Charaktere. Frage Nummer 3. Was ist dein liebstes Fantasy-Buch oder Reihe? Ja, dann nehme ich erstmal noch einen Schluck. Das Ding ist, die Frage habe ich ganz, ganz lang mit Harry Potter beantwortet, weil Harry Potter einfach, ja, die Reihe, also ich weiß, ich bin da überhaupt gar keine Schneeflocke. Wie bei so vielen anderen auch, habe ich durch Harry Potter meine Liebe zu Fantasy entdeckt, bin quasi damit aufgewachsen.
Ich habe die Bücher auch ungefähr immer in dem Alter gelesen, was auch das Alter von Harry Potter dann in den Büchern war. Und wie gesagt, es hat mich einfach, die Reihe hat mich eine ganze Weile begleitet. Es sind ganz viele schöne Erinnerungen an die Reihe geknüpft. Und sie wird auch immer irgendwie einen besonderen Platz in meinem Herzen haben, weil ich so viel damit verbinde. Aber ja, wir wissen alle, was so passiert ist in den letzten Jahren. Und da muss ich sagen, hat das doch einen ziemlichen Dämpfer genommen, hier das Ganze. Und deshalb nenne ich jetzt immer als Lieblingsbuch das Buch oder die Reihe, die sonst immer einen sehr, sehr guten zweiten Platz innehatte, nämlich Der Name des Windes von Patrick Rothfuss. Genau, also diese Reihe verknüpfe ich auch mit ganz viel. Mein Bruder und ich, wir lieben diese Reihe. Wir haben uns auch schon ganz viel dazu ausgetauscht und es war einfach richtig cool, mit ihm gemeinsam so diese Welt zu entdecken. Ich glaube, den ersten Teil habe ich zuerst gelesen und habe zu ihm gesagt, das musst du unbedingt lesen. Und dann haben wir die zweiten Teile, also der zweite Teil ist in zwei Bücher im Deutschen aufgeteilt, haben wir dann mehr oder weniger gemeinsam gelesen. Und das war einfach richtig toll. Und ja, dieses Buch ist meine Lieblings-Fantasy-Reihe und auch mein Lieblingsbuch, wenn ich gefragt werde, weil es einfach so eine tolle Geschichte ist. Viele schreckt es ja ab, habe ich, glaube ich, auch schon in manchen anderen Videos gesagt, dass Patrick Rothfuss die Reihe bisher jedenfalls schon seit langem nicht zu Ende geschrieben hat. Also es fehlt das hoffentlich epische Finale. Hoffentlich, weil ich immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben habe, dass er es ja zu Ende bringt. Von Patrick Rothfuss kommt, glaube ich, ein Prequel raus über Bast. Bast ist ein Charakter in dieser Reihe, ein sehr Sympathieträger auch. Und ich freue mich einerseits. Auf der anderen Seite hoffe ich, ja, dass es nicht irgendwie wie bei Game of Thrones sein wird und der Autor jetzt nur noch irgendwie Spin-offs schreibt und die Reihe nicht zu Ende bringt. Ich habe auch mal gelesen, dass Patrick Rothfuss in einer starken Schreibblockade steckt, was den dritten Teil angeht, weil er niemals damit gerechnet hat, dass die Reihe so ein großes Fandom bekommt und er ja Angst hat, die Reihe nicht zu einem würdigen Abschluss zu bringen. Und ja, ich hoffe ganz, ganz stark, dass er seine Angst überwindet. Aber Der Name des Windes ist mein Lieblingsbuch. Ja, dann Frage Nummer 4 ist, wer gab dir die Inspiration bzw. den Arschtritt, um mit Bookstagram und Booktube anzufangen? Und dann hat noch jemand anderes gefragt, wie bist du zu Booktube und Bookstagram gekommen? Also es geht ja in die gleiche Richtung. Und das war bei mir tatsächlich so, dass ich schon immer viel gelesen habe und viel für mich gelesen habe. Klar, meine Mama, die liest auch viel, aber ansonsten jetzt in meinem Freundeskreis habe ich das auch gar nie so thematisiert, dass ich so viel lese, weil ich auch immer gedacht habe, ich lese ja viel Fantasy und auch Jugendfantasy. Und wenn dann jemand gefragt hat, oh, was liest du denn gerade, habe ich gesagt, ach, so ein Fantasy-Buch, habe das irgendwie so abgetan. Und da nie großartig drüber gesprochen. Und dann habe ich, wann war denn das, 2018 oder so, vermehrt YouTube geguckt, also andere Sachen. Und dann hat mir der Algorithmus plötzlich die Lena von Expecto Booktronum vorgeschlagen. Und ich dachte so, da redet eine über Bücher in einem Video, wie cool ist das denn? Und dann habe ich die Lena, ich habe sämtliche Videos von ihr angeguckt und über die Lena bin ich dann irgendwann zu Lisa von Ruby Redbox gekommen und so hat sich das dann vermehrt, mein Booktube-Konsum. Und dann habe ich gemerkt, dass es auch auf Instagram eine ganze Buchbubble gibt, nämlich Bookstagram. Wusste ich vorher auch nicht, das habe ich, glaube ich, dann über die Lisa erfahren. Und dann habe ich auch auf Instagram, bin ich dann verschiedenen Instagrammerinnen, Bookstagrammerinnen gefolgt und habe mir deren Content angeschaut. Und irgendwann eben unter anderem auch Maria von Fernwehwelten. Und ich hatte dann auch mal privat mit ihr geschrieben gehabt über verschiedene Sachen. Und wann habe ich gestartet mit? Ich habe zuerst mit Bookstagram gestartet. Das war im Januar 2022. Und das war tatsächlich der ausschlaggebende Punkt dafür, dass ich mich dann überwunden habe, auch einen eigenen Bookstagram-Account zu starten,
war, dass Maria mit drei anderen Bloggerinnen dieses Bookstagram-Paten-Programm in die Welt gerufen hat. Und um sich da zu bewerben, musste man natürlich auch einen eigenen Account haben. Und dann dachte ich, okay, ich versuche es jetzt einfach mal. Ich mache das jetzt einfach mal. Habe einen eigenen Account gestartet und dann mich auch bei dem Patenprogramm beworben. Aber da wird ausgelost. Da wurde ich dann nicht genommen. Aber trotzdem hat das Patenprogramm dann dazu geführt, dass ich mich getraut habe, meinen eigenen Account zu starten. Und da hatte ich auch sehr viel Spaß dran. Mit BookTube hat es ein bisschen länger gedauert. Ich habe, glaube ich, vor 2-3 Monaten jetzt angefangen, Videos zu machen. Also über ein Jahr hat es dann gedauert, bis ich mich dazu überwunden habe, mit BookTube zu starten. Und ich hatte es schon länger auch immer mal wieder im Hinterkopf, habe es aber auch verworfen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich so konsequent dabei bleiben werde mit Videos drehen, weil es ja doch nochmal mehr Aufwand ist, als jetzt ein Instagram-Account und da Bilder zu posten. Und ja, letztendlich hat dann mit auf jeden Fall Rias mir geholfen. Sie hat sich immer mal wieder Audios von mir angehört, in denen ich so drüber philosophiert habe, ob ich jetzt starten möchte oder nicht. Sie hat mich in keiner Weise irgendwie gedrängt, sondern hat mich den Prozess selber durchmachen lassen. Aber es war natürlich schon toll, dass ich ja da Rias hatte als Gesprächspartnerin und dass ich sie auch Sachen fragen konnte, wie sie das am Anfang gemacht hat und so. Und ja, das finde ich auch immer noch sehr schön. Wir tauschen uns auch immer noch über BookTube-Themen und Bookstagram-Themen aktiv aus und das macht definitiv ganz viel Spaß. So, dann sind wir schon bei Frage Nummer 5. Okay. Die Frage lautet, mit wem würdest du gerne ein Interview führen, egal mit wem auf der Welt? Und die Frage habe ich auch im Vorhinein gesehen und mir auch Gedanken drüber gemacht, weil ich glaube, das ist nicht so eine Frage, die man jetzt so aus dem Stegreif mal schnell beantworten kann. Und erstmal habe ich dann gedacht, okay, mit wem auf der Welt bedeutet das, die Person muss noch leben oder kann die auch schon tot sein? Und ich finde, mit wem auf der Welt ist ja schon sehr weit gefasst. Und dann habe ich gedacht, okay, nehmen wir die verstorbenen Personen einfach mal mit dazu. Genau. Und ja, meine Gedanken gingen dann halt erst so in die Richtung irgendwelche großen Geister zu interviewen. Nicht Geister gespenstermäßig, sondern Geister von gehirnmäßig. Wow. So, Svenja, du hast dich jetzt offenbart, du bist kein großer Geist. Ja, nee, also irgendwie so in die Richtung Albert Einstein, Stephen Hawking oder so irgendwie, ja, oder auch Marie Curie oder so, fände ich auch interessant. Menschen, die die Wissenschaft irgendwie geprägt haben oder Philosophen, das fände ich mega interessant. Aber meine Gedanken gingen dann doch in eine andere Richtung, in eine persönlichere Richtung, und zwar zu meinem Opa. Meine Großeltern, also meine Oma und mein Opa, waren Zirkusartisten. Und ja, in der Nachkriegszeit war das so, dass Deutschland einige, ja, talentierte Artisten ins Ausland gesendet hat, nach Amerika, nach Südamerika, um ja die Reputation von Deutschland wieder aufzubauen. Und meine Oma und mein Opa gehörten zu diesen Artisten. Und die waren da ganz viel auf Tournee in Südamerika. Die haben, sie waren Hochseilartisten. Ich weiß nicht, es gibt ein Video. Ich kann mal gucken, ob ich was einblenden kann an der Stelle. Meine Eltern haben ein Video gefunden auf YouTube tatsächlich, weil, ja, das war ein total glücklicher Zufall, wo eben die Truppe von meiner Oma und meinem Opa gefilmt wurde in Südamerika.
Und das Ganze war dann eben so, dass meine Oma dann schwanger wurde mit meiner Mutter und sie wollte aber meine Mutter nicht in Südamerika zur Welt bringen, sondern zu Hause bei ihrer Familie. Und sie ist dann wieder zurück nach Deutschland. Mein Opa ist auch mit zurück nach Deutschland, aber er war da ziemlich unglücklich. Er war ein ziemlicher Freigeist. Ihn hat es wieder raus in die weite Welt gezogen und er ist dann wieder auf Tournee gegangen. Meine Oma ist irgendwann mal auch wieder mit dazugestoßen, ist aber dann wieder zurückgekommen, weil ja, meine Mama war halt da. Sie war auch ein Kleinkind. Und dann war es so, dass mein Opa nach Jahren dann eine andere Frau kennengelernt hat und dort geheiratet hat. Und das zwischen meiner Oma und ihm ist dann auseinandergegangen. Ich glaube, meiner Oma hat es auch so ein bisschen das Herz gebrochen. Es war schon ihre große Liebe. Und ich kenne natürlich sehr, sehr viele Geschichten von meiner Oma aus dieser Zeit. Ich habe ihr da immer ganz arg gerne zugehört. Aber ich kenne natürlich die Geschichten nur aus ihrer Sicht und mich würde wirklich interessieren, was mein Opa dazu sagen würde. Ich habe ihn nie kennengelernt. Meine Mama hat ihren Vater auch erst kennengelernt, als sie uns schon hatte. Also sie war schon erwachsen. Da ist sie dann für 2 Wochen mal nach Amerika geflogen, hat ihn kennengelernt und sie hat ihn als einen sehr charismatischen und liebevollen Mann beschrieben. Mein Opa war dann nach der Artistenkarriere Stuntman, also er hat immer irgendwas Aktives gemacht und ist dann 2 Jahre, nachdem meine Mama ihn besucht hat, gestorben an einem Asthmaanfall. Ja, das heißt, das Interview kann ich leider nicht mehr führen, aber das wäre die Person meiner Wahl. Frage Nummer 6 lautet: Hast du Tipps für BookTube-Anfänger? Ja, also ich bin ja selber noch ein BookTube-Anfänger. Von daher, muss ich mal überlegen. Ich schnapp mir dazu mal meinen Tee. Also, ich würde sagen, gerade am Anfang sind ja auch technische Hürden zu überwinden. Jedenfalls ging es mir so. Ich war relativ unzufrieden lange Zeit mit meinem Ton, bis ich dann ein Mikrofon gefunden habe. Das ragt jetzt hier immer so rein. Ich habe am Anfang mal gefragt, ob das okay ist, dass das Mikro da reinragt. Aber ich habe hier relativ wenig Platz tatsächlich. Und wenn ich das Mikro weiter wegschiebe, dann höre ich mich weiter weg an. Also ja, deshalb ragt es jetzt immer rein. Viele benutzen ja auch so Ansteckmikros. Das ist mir irgendwie richtig unangenehm, so verkabelt zu sein. Deshalb habe ich mich für sowas entschieden und dann da was zu finden, was irgendwie preis-leistungsmäßig auch okay ist, dann mit dem Schnittprogramm und so weiter. Also es gibt einige technische Hürden zu überwinden. Da würde ich sagen, als Tipp, lasst euch davon nicht abschrecken, macht alles nach und nach. Genau, weil wenn diese Hürden überwunden sind, dann sind sie es auch mal. Also das ist ja was, was man einmal irgendwie schaffen muss und dann kann man seinen Stiefel weitermachen. Und dann der zweite Tipp ist auch, glaube ich, nicht direkt so viel in irgendwelche Technik zu investieren, eine teure Kamera oder so, sondern erstmal minimalistisch zu arbeiten, um zu gucken, ob dieser ganze Prozess von der Videoproduktion überhaupt was für einen ist. Und ich glaube, man muss erstmal eine gewisse Anzahl von Videos gedreht und geschnitten und online gestellt haben, um zu wissen, okay, bleibt man denn für eine gewisse Zeit auch dabei, dass sich das dann auch lohnt, diese Anschaffungen zu machen. Und ich glaube, das ist auch erstmal die erste Hürde, da eine gewisse Routine für sich auch zu finden, die Videoproduktion quasi als Hobby in den Alltag einzupflegen. Genau, und da bin ich selber auch noch dabei. Also so viele Videos habe ich ja jetzt auch noch nicht gemacht und ich hoffe, dass ich dabei bleibe. Mir macht es auch Spaß, aber ich würde mal sagen, erst nach so einem halben Jahr kann ich wirklich sagen, ja, doch, das ist was, das möchte ich langfristig machen oder ja, das ist jetzt keine Eintagsfliege als Hobby bei mir. Genau, ich bin da immer sehr zurückhaltend, irgendwie zu enthusiastisch zu sein, weil es doch ein großer Aufwand ist und der Spaß muss auf jeden Fall den Aufwand wert sein. Und bisher ist es bei mir so, aber man weiß ja nie.
Frage Nummer 7. Dein All-Time-Favorite-Book und Autorin. Ah, genau, ja. Bei der Frage hatte ich auch überlegt, ob ich sie zu dieser Lieblingsbuchreihe mit dazu nehme, weil mein All-Time-Favorite-Book habe ich ja jetzt schon genannt. Aber dann kam auch noch die Frage nach Autor und Autorin. Und das finde ich tatsächlich nicht so einfach zu beantworten, weil Patrick Rothfuss, da habe ich jetzt halt nur Der Name des Windes Teil 1 und 2 gelesen. Er hat auch noch die Musik der Stille geschrieben. Das ist auch ein Spin-off über Auri, auch ein Charakter in dieser Reihe. Aber das habe ich nicht gelesen. Mein Bruder hat es gelesen und er war so, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Und deshalb, ja, ist es vielleicht ein Autor, wo ich jetzt noch nicht sagen kann, es ist mein All-Time-Favorite. Er hat eine geniale Reihe geschrieben, aber da gibt es doch Autoren und Autorinnen, von denen ich mehr gelesen habe und ich mir dann ja dadurch auch ein besseres Bild machen kann. Ich habe tatsächlich kein All-Time-Favorite-Autor oder Autorin. Ich mag einige AutorInnen. Und da dazu gehört auf jeden Fall Mara Wolf. Es gibt einige Reihen, die mir besser gefallen haben, andere Reihen, die mir nicht so gut gefallen haben. Aber prinzipiell, finde ich, schreibt sie ganz wunderbare Bücher im Bereich Jugend, Fantasy. Genauso wie Julia Dippel. Von Julia Dippel habe ich die Isara und die Kasadim-Reihe gelesen und fand sie wirklich toll. Gleiches Genre wie Mara Wolf, also kann man so ein bisschen in einen Topf werfen. Dann mag ich auch noch, um in diesem Topf zu bleiben, aber im Bereich Urban Fantasy, Jugend Urban Fantasy, ist das Autorinnen-Duo Rose Snow. Die haben diese ganzen Reihen geschrieben, die Zahlen haben, also 3, 17, 19, 11, 4. Genau, die haben immer, also die Titel von den Büchern sind immer Zahlen und die Zahlen spielen dann natürlich auch eine große Rolle in den Büchern. Da mag ich deren Schreibstil auch super gerne. Dann natürlich Kerstin Gier, Cornelia Funke sind auch heiße Kandidatinnen. Und jetzt so im Thriller-Bereich, da ich habe schon einige gute Thriller auf jeden Fall gelesen. Da würde ich sagen, J.P. Delaney gefällt mir sehr gut. Ich finde, er hat immer recht originelle Themen für seine Thriller. Und ja, sonst fehlen mir tatsächlich noch hochrangige Namen im Bereich Thriller und Krimis, also Andreas Gruber. Da möchte ich ja auch die Todesreihe mal anfangen zu lesen. Ich habe da auch schon eine Leseprobe dazu gelesen und finde es interessant. Aber wie gesagt, da fehlen mir auf jeden Fall, glaube ich, noch einige heiße Kandidaten. Und ja, das sind jetzt so die, die mir spontan in den Sinn kommen. Wenn ich länger drüber nachdenken würde, würden mir wahrscheinlich noch viel mehr einfallen. Ja, genau. Aber es geht ja auch so ein bisschen um den ersten Gedanken. Frage Nummer 8 lautet, kannst du dir vorstellen, immer nur noch E-Books zu lesen? Und tatsächlich ja, das kann ich. Ich bin mir auch relativ sicher, dass es irgendwann dazu kommen wird. Aktuell ist es so, also vor Bookstagram habe ich tatsächlich fast nur E-Books gelesen. Also ich habe auch mal ein Buch gelesen, wenn ich irgendwie bei meinen Eltern war oder so und da stand dann halt ein Buch, dann habe ich das auch gelesen. Aber so allein für mich habe ich nur noch E-Books gelesen. Und mir dann immer eins nach dem anderen runtergeladen. Und als ich dann so ein bisschen hier die BookTube und Bookstagram-Welt entdeckt habe, habe ich dann auch wieder ja die Bücher-Sammelleidenschaft entdeckt. Und muss auch sagen, mir gefällt es auch total, wieder ein richtiges Buch in der Hand zu haben. Also aktuell genieße ich es, über verschiedene Medien die Geschichten zu konsumieren, sei es mal über E-Books, mal über richtige Bücher oder über Hörbücher. Aber um zu der Frage zurückzukommen, warum ich mir relativ sicher bin, dass es bald so sein wird, liegt daran, dass ich meine Omi gesehen habe und jetzt auch meine Mama sehe und wie es mit deren Sehvermögen aussieht. Also meine Omi hatte leider kein E-Book. Sie saß zum Schluss tatsächlich auf ihrer Couch mit der Lupe und hat so gelesen. Und meine Mama kriegt jetzt auch immer mehr Probleme mit den Augen. Und sie hat jetzt seit diesem Jahr auch ein Tolino und sie ist überglücklich. Sie kann halt die Schriftgröße da größer stellen und das entlastet ihre Augen ungemein. Und da fliegt sie nur so durch die Bücher durch. Also die suchtet gerade ein E-Book nach dem anderen weg. Und ich kann mir vorstellen oder ich vermute ganz stark, dass es bei mir eben auch so sein wird und dass ich dann irgendwann
im Alter ein bisschen an Sehkraft verliere und mir dann E-Books einfach angenehmer sein werden, die zu lesen. So, Frage Nummer 9. Welche Videoideen hast du noch? Ja, also, das ist bei mir, ich bin so ein Last-Minute-Mensch. Ich mache immer alles recht spontan. Ich produziere auch nicht viel vor. Und deshalb denke ich so von Video zu Video. Also ich habe ja so meine festen Formate, was immer der Lesemonat ist und die Neuzugänge. Wenn Neuzugänge da sind, bisher hat es an denen nicht gemangelt tatsächlich. Und dann muss ich mir halt überlegen, was ich noch so gerne machen möchte. Und da ich ja am Anfang von BookTube bin, steht mir ein ganz, ganz weites Feld an Videoideen, an Empfehlungsvideos, an verschiedenen Tags, an an spaßigen Videoformaten offen. Und was ich gerne machen würde, also ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, was für Videos ihr gerne von mir sehen würdet. Dann schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr da eine Idee habt. Dann nehme ich das auf. Vielleicht lege ich ja dann auch mal eine Liste an. Das wäre ganz untypisch für mich. Wenn ich Listen mache, dann vergesse ich die immer, dass ich so eine Liste habe. Aber es wäre ja mal vielleicht ganz sinnvoll, die Ideen dann auch festzuhalten. Und ja, was ich mir konkreter gedacht habe, ist, da habe ich auch schon eine Freundin gefragt, ob sie mir dabei helfen würde, wäre so eine Coverraten-Challenge. Ich bin unglaublich schlecht da drin. Ich habe das bei Lena und Lisa gesehen und fand es immer recht unterhaltsam, die Videos anzugucken. Also da gehe ich tatsächlich, wenn ich nach Videoideen gehe, dann gehe ich in erster Linie immer von mir aus, was mir Spaß macht anzugucken und gucken, ob das auch Spaß machen würde zu drehen. Wahrscheinlich würde mir das keinen Spaß machen zu drehen, weil ich bin da wirklich schlecht. Ich will hier mein Licht nicht unter den Scheffel stellen oder so, sondern es ist einfach Tatsache. Deshalb, ja, das schwebt mir im Kopf rum. Dann schwebt mir sowas im Kopf rum wie 5-Sterne-Vorhersagen, also Bücher zu zeigen, die ich noch nicht gelesen habe, wo ich aber erwarte oder wo ich hohe Erwartungen dran habe. Eine andere Videoidee, aber die kann ich erst machen, wenn ich, glaube ich, eine Kamera, aktuell filme ich ja mit meinem Handy und ich habe das bei einer, ich glaube, amerikanischen YouTuberin gesehen, Booktuberin und fand das eigentlich ganz cool und das hängt aber von so vielen Faktoren ab, da muss ich mal gucken, wie ich das machen kann. Die hat ihren Lieblingsautoren und Autorinnen geschrieben und die gefragt, was ihr Lieblingsbuch ist und dann hat sie eben diese Bücher dann gekauft und auch gelesen und dann eben ihre Meinung dazu gesagt und das fände ich eigentlich auch ganz cool mal zu machen. Aber die Frage ist halt, ob mir überhaupt irgendjemand antwortet. Das ist schon mal die erste Hürde. Dann ist es natürlich ein langwieriges Video, weil ich muss natürlich erstmal Antworten bekommen. Dann muss ich die Bücher kaufen, die Bücher auch lesen. Dann ist die Frage, teile ich das auf in ein oder zwei Videos. Aber prinzipiell fände ich die Videoidee, glaube ich, interessant. Ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr das auch interessant finden würdet. Genau, ja. Das ist gerade im Moment so das, was ich so denke. Und dann natürlich irgendwie Empfehlungsvideos, das ist klar. Also 5 Bücher, die. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ich glaube, ich habe die Frage damit beantwortet. Wenn ich jetzt weiter drüber nachdenke, würden mir wahrscheinlich noch mehr Sachen einfallen. Aber ich bin auch gespannt auf eure Antworten. Ja, und damit kommen wir schon zur letzten Frage von diesem Video. Ich weiß gar nicht. Mir kam es jetzt recht zackig vor, aber gut. Geht auch schnell. Lieblingsessen oder Naschen? Suppe. Suppe, Suppe, Suppe. Suppe ist super. Ich liebe Suppe. Ich habe schon immer Suppe geliebt. Ich war schon immer eine Suppentante. Auch im Sommer, im Hochsommer. Also es ist ein bisschen ätzend, die zu kochen im Hochsommer, weil wenn es eh schon heiß ist und man kocht dann so einen Suppentopf. Aber essen kann ich die trotzdem auch im Sommer. Auch Eintöpfe mag ich gern. Suppe ist auch so vielseitig. Es gibt klare Suppen mit verschiedenem Gemüse. Dann kann man Nudeln oder Reis reinmachen. Dann gibt es diese so Kartoffelsuppe oder Tomatensuppe. Dann Suppen mit Maultäschle. Man kann einfach alles, und wenn man irgendwas hat, man kann es in eine Suppe werfen und es wird gut. Ja, Suppe. Genau. Ah, und Naschen, da bin ich nicht so wählerisch. Ich mag bei naschigen Sachen auch Dinge, die viele nicht so gern mögen, wie dunkle Schokolade und Marzipan und Lakritz.
aber ich esse auch gern Chips oder Schokolade. Da bin ich nicht wählerisch. So, das war schon die letzte Frage. Ups, ich glaube, das ging irgendwie schnell. Ja, ich habe jetzt noch genau 10 Zettelchen drin. Das heißt, die werden dann im zweiten Teil beantwortet. Ich hoffe, du hattest Spaß bei dem Video und ich konnte dich gut unterhalten. Du kannst auch gerne mal sagen, wie du die Fragen beantwortet hättest. Und dann würde ich sagen, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!